Vom Baum zum Bauholz, ein ganz normaler Kreislauf. Mit ihm haben Sie täglich zu tun, dem Mitarbeiter des Forstbetriebs Sonthofen. Sie bewirtschaften rund 18.000 Hektar Staatswald. Um dabei den Überblick zu behalten, wird alle 10 Jahre eine Waldinventur gemacht. Jeden einzelnen Baum zu zählen und zu begutachten, geht da natürlich nicht. Damit es professionell abläuft, kommt ein geschulter Inventurtrupp, sind spezielle Forstwirte, die in einem Inventurnetz, hier ist es mit Magneten vormarkiert, sodass man wirklich alle 10 Jahre an den gleichen Punkt geht. Dort wird aufgenommen, was sind für Bäume da, wie dick sind die. Über den dicken Zuwachs kriegt man auch den Vorratszuwachs raus und was dort geleistet wird. Auf den Resultaten der Inventur werden dann die Planungen des Forstbetriebs bis zum Jahr 2021 festgelegt. Ein wichtiges Ergebnis: Der Staatswald besteht zu 65% aus Fichten. Das sei nicht ideal, so die Verantwortlichen. Deshalb sollen jetzt rund ein Drittel der Fichten abgeholzt werden. Sie will der Forstbetrieb dann durch Buchen und Tannen ersetzen. Das Ziel: ein klimastabiler Mischwald. Ebenfalls wichtig für die Zukunft des Staatswaldes, die aktuelle Alterszusammensetzung und die mögliche Verjüngung. Wir würden sagen, dass wir so 60-70% über Naturverjüngung bekommen, aber natürlich diese Mischbaumarten, die zum Teil im Altbestand auch da sind, wie Tanne, Buche, die müssen wir mit reinpflanzen, punktuell, sodass wir die aufrüsten. Und da pflanzen wir jetzt ja um die 50 Hektar und davon 2/3 Tannen. Über 100.000 Festmeter will der Forstbetrieb in den nächsten 10 Jahren schlagen. 25% weniger als möglich wäre. Der Grund liegt auch hier in der Verjüngung, denn die jungen Bäume brauchen vielfach den Schutz des Altholzes. Ändern wird sich bei den Staatsforsten vor allem beim Thema Windkraft etwas. Ist die rechtliche Seite geklärt und die Regionalplanung abgeschlossen, werden auf die Staatsforste Standortsicherungsverträge zukommen. Das heißt, wir sind interessiert, mit Partnern das umzusetzen. Wobei wir nochmal ganz klar gesagt haben, für uns muss die zuständige Kommune dafür sein. Das ist für uns die Entscheidungsgröße. Wenn die Kommune ja sagt, gibt es im Staatswald auch einen Standortsicherungsvertrag, um ein Windkraft zu bauen. Mit einer Verjüngungskur und der richtigen Mischung sieht sich der Forstbetrieb Sonthofen auf einem guten Weg für die Zukunft.